Das ist geil, oder? Sehr geil. Ja, runterklappen. Okay, dann ist gut. Jetzt drängt es mich ab. Aber es ist sehr ähnlich. Es ist schon ähnlich, gell? Ja. Ist also nicht cool. Zusammenschneiden kannst du es nicht. Okay, was tue ich dann damit? Zusammenschneiden? Ja, näher. Zusammenschneiden will er nicht, er will es ja anders haben. Ja, wenn ich näher ran will, dann stehe ich da im Bild. Aber du, was willst du damit machen? Du willst es ja selber ja verwenden. Du bist halt weiter weg. Das muss, hat er mit der Kamera nichts zu tun. Okay. Alright, da läuft die Kamera schon eine Minute und nichts passiert. Und Gigabytes purzeln raus. Jetzt braucht man einen Regisseur, der vorbereitet ist. Ich bin total vorbereitet. Ich überlege nur, was die erste beste Frage ist. Wie ist das, in die Vergangenheit zu reisen? Das ist das Beste, mit dem du es abkommst. Es ist gar nicht so sehr, wie man es gedacht hat. Es ist weniger emotional. Und weil die Vergangenheit im Kopf ist, und da ist sie anders, als wie sie wirklich ist. Ich glaube, das habe ich gelernt, wie ich das erste Mal die Baba-Papas wieder gesehen habe vor 3-4 Jahren. Das war eine echt coole Kinderserie. Aber jetzt kann man es nicht mehr anschauen. Folglich, Vergangenheit ist Vergangenheit. Hierher zu kommen, es hat sich alles verändert. Das Dorf ist anders. Also die Räumlichkeiten, die Gebäude sind gleich, aber innen drinnen hat sich die Struktur verändert. Es gibt mein Zimmer nicht mehr, in dem ich meine prägenden Teenagerjahre oder jungen Erwachsenenjahre verbracht habe. Die gibt es nicht mehr. Selbst der kalte, brutale Gipsraum ist nicht mehr das, was er mal war. Also es war nicht so. War nicht so aufwühlend, wie man es gedacht hat. Es ist wie in Hollywood, ne? Ja, wo du die lässig gestylten Hollywood-Stars und dann rauchen sie schnell ein Ding und dann kommt die Kamera, ja, also. Ja, ich kenne mich da nicht so aus, gell, aber du wirst dich auskennen. Nein. Anders, okay. Du warst ja da. Vielleicht machen wir Reality-Show draus. Konzentriert mal ruhig. Ich glaube, wir müssen mal den Dom mal rausholen und raushauen und den Assistenten, alle Assistenten mal raus. Ne? Das sind die Jungs immer am besten, wenn wir zu dritt sind. Du bist ja von zu Hause hierher gekommen. Das hat ja dann auch mit einer gewissen Freiheit für dich zu tun gehabt, oder? Ja, wie mit 16 oder 15 Jahren und 11 Monaten hier ins Dorf gekommen bin, war das eine Befreiung, eine Emanzipation, eine Abnabelung vom herumgetragen werden und fremdbestimmt sein. Deswegen ist das Dorf für mich, obwohl ich sehe, was für ja Ghetto das Kern des Dorfes immer noch ist, was nicht rauskommst als mobilitätseingeschränkte Person, selbstständig und öffentlich. Sehe ich schon, was das für abgekastetes, abgeschnittener Bereich das ist, aber trotzdem ist es für mich eine positive Erinnerung, weil ich hier die Basis gelegt habe für das, was ich jetzt bin oder wer ich jetzt bin und wo ich jetzt hinkommen bin. Ich habe hier den richtigen positiven, wenn auch damals nicht so erkannten Druck bekommen, um meinen Arsch hochzukriegen und was zu machen.